herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Ja, wie schon gesagt, der LKW ist noch nicht allzu lang da im ETS 2. Und was ist passiert? Richtig, ihr könnt es oben lesen, das Swap Body Add-on wurde jetzt nicht von Sebastian geupdatet, aber von Ethiopia. Der macht, glaube ich, für jeden LKW hat er schon dieses Swap Body gemacht. Und das schauen wir uns heute an. Das Erste, was wir machen müssen, wir müssen natürlich die Spoiler wegmachen, logisch, ne? Und dann zeige ich euch das jetzt hier. Geht auf Chassis drauf und dann habt ihr jetzt hier, blub, da ist er. Da ist dieses Swap Body Add-on, ne? Und das könnt ihr dann nutzen, sogar egal, was für ein Hobel ihr hier nutzt, das ist Bockwurst. Und dann könnt ihr hier dementsprechend hier eure Brücken drauf bauen oder was auch ihr hier haben wollt. Das funktioniert, ich mache jetzt einfach mal so Kühldingsbumsgedöns drauf. Ihr habt hier, ich muss mal schauen, ob es hier noch irgendwas Separates gibt. Das bleibt erstmal soweit, nicht, dass ich da irgendwas vergessen habe. Spoiler, glaube ich, haben wir so einen kleinen noch mit dabei. Hier seht ihr das Dachspoiler, so einen kleinen, feinen. Der ist hier noch mit dabei. Das bleibt alles hier so identisch, ne? Tröten und so. Genau, da gibt es dann nichts mehr. Aber so könnt ihr praktisch jetzt hier schon mal Swap. Ah, hier sind sie, genau, dann sind da Reflexionsstreifen. Die hätte ich nämlich fast vergessen. Hier hinten haben wir auch noch ein bisschen was. Hier noch ein bisschen. Das können wir lassen, LED. Und hier noch so Reflexionsplatten. Genau, und das ist das, was ihr jetzt hier nutzen könnt. Nämlich schon nach ein paar Tagen dieses Swap Body Add-on, oder? Ist verrückt oder ist verrückt? Ja, das ist verrückt, ne? Alter Verwalter, ich weiß nicht, seitdem der LKW draußen ist, habe ich das Gefühl, die Community spielt verrückt. So habe ich zumindest das Gefühl. Es kommt ein Mod nach dem anderen rausgeballert hier und du weißt gar nicht mehr, was ist am geilsten, ne? Und so ist es gerade aktuell. Jetzt schauen wir uns noch hier das Gesamtergebnis mit der Kombo an. So, da ist er jetzt, meine Damen und Herren. Proudly presents, da ist er, der MAN-TG 3 2020. In das Web-Body-Variante. Alter Verwalter, das ging aber richtig fix. Und ihr könnt jetzt zu Hause nämlich durchstarten wieder mit der Web-Body-Variante. Hier im ETS 2 ist das geil oder ist es geil. Und ist egal, was für ein Fahrerhaus hier. Ist egal, ob das große, ob das kleine Deckcap. Es ist wurscht. Ihr könnt das hier so nutzen, wie ihr es wollt, in Verbindung mit Sebastians Web-Body-Add. Und das ist vielleicht nochmal ganz wichtig zu erwähnen, dass ihr das dann richtig macht. Ne? Von der Priorität her, das gleich schon mal den Wind aus den Segeln nehmen für die Leute, die sagen, oh, bei mir klappt das nicht. Also, ganz wichtig, ihr macht zuerst, klickt ihr an das Swap Body Add-on von Sebastian. Das klickt ihr erstmal rein. Erstmal die Brücke, also die Büchsen hier oben drauf, ne, die ganzen Sachen hier, dann das Chassis, also den Trailer und dann das Chassis vorne und dann drüber ganz oben den Mod von Ethiopia. Das ist praktisch dieses kleine Add-on, das, was ihr braucht, damit ihr dieses Chassis für diesen MAN habt. Genau, und dann könnt ihr, wie jetzt hier zu sehen, das Ganze mal Swap Body fahren, ne? Funktioniert auch im Dunkeln, tatsächlich, man mag es kaum glauben. Hier, in Farbe bunt, könnt ihr dann dementsprechend hier auch eine Runde Swap Body fahren. Ist das geil oder ist es geil? Ich finde es mega. Und funktioniert natürlich auch alles hier, das funktioniert. Auch die Trailerkabel funktionieren. Wahnsinn, oder? Mega, 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 sage ich dann auch. Ja, was soll ich noch dazu sagen? Nichts mehr, mir fällt nichts mehr ein. Wenn ihr noch Fragen habt oder weiß ich nicht, irgendwas, dann haut's raus. Ich hoffe, ihr feiert das genauso wie ich. Das heißt, ihr könntet schön Wechselbrücke fahren hier. Mega cool. Also probiert's aus. Ich kann euch vielleicht da nochmal ganz kurz zeigen, wenn wir jetzt gerade hier schon dabei sind hier. Wenn ihr das mal gesehen habt. LKW-Konfigurator. Wir hauen den Trailer nochmal dran. So, dann sieht man es vielleicht noch ein bisschen. Hier vielleicht nochmal die Variante für die kleine. Können wir mal schauen, ob es hier noch den kleinen Spoiler auch gibt hier. Genau, das wäre dann, würde dann so aussehen, ne? So. Oder ihr sagt, nee, ich will vielleicht die ganz kleine fahren, die würde dann so aussehen. Schauen wir, ob es hier noch was gibt. Check. Das würde dann so aussehen. Ihr könnt also dementsprechend auch hier für die Tagestouren on the road gehen. Ne? Das funktioniert dann ganz genauso. Hier, check. Rundumleuchten. Das Einzige, was nicht dabei sind, sind die kleinen Rundumleuchten, die wir jetzt schon so kennen. Ne? Aber nur, dass ihr mal gesehen habt, das funktioniert dann hier ganz genauso. Ist egal, was ihr hier machen wollt, welches Fahrerhaus ihr nutzt. Bockwurst, das funktioniert. So. Also, wenn Fragen sind, dann einfach raus damit. Ansonsten wünsche ich euch viel, viel Spaß nun mit dem neuen Swap Body Add-on von Ethiopia hier in einem Update für die 1.47. Ich sag bloß, have fun, gute Fahrt und wie gesagt, wenn es gefallen hat, lasst Daumen da und Abo für den Kanal nicht vergessen, nicht die Glocke drücken und dann Gas, Gas, Gas. In diesem Sinne, macht's gut, bis bald und adios.